Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Ich befinde mich heute in Thale am oder im Harz, wie man es nennen mag. Bin ich allein unterwegs und zwar diesmal nicht mit einem Wanderkumpel, Freund oder sonstiges, sondern tatsächlich mit meiner Mutter, denn die hat sich tatsächlich mal gewünscht, einfach mal mit mir im Harz wandern zu gehen. Was wir an diesem Wochenende erleben werdet, werdet ihr in diesem Video erfahren. Viel Spaß dabei. Eine kurze Info vorab schon mal, ihr werdet meine Mutter nicht mit dem Gesicht sehen. Das hat berufliche Gründe, warum das so ist. Sie wird sie von hinten sehen oder zwischendurch, wenn ich sie mal mit dem Gesicht aufnehme, verpixelt. Also nicht wundern, dass ihr meine Mutter nicht direkt sehen werdet. So, ja, wir sind hier am Anfang am Friedenspark, direkt bei einer schönen alten Kirche. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und heute, wir beginnen hier am Freitag, machen wir gar nicht so viel, sondern wir fahren tatsächlich heute ganz entspannt, weil es jetzt auch schon später Nachmittag ist, nur mit der Seilbahn zum Hexentanzplatz hoch und gucken uns das Ganze mal an. Ich kenne das Ganze ja schon, meine Mutter noch nicht und daher möchte ich ihr das als erstes zeigen und morgen geht es dann ins schöne Bodetal. Wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Statt hochzulaufen, fahren wir heute, weil es so spät ist, mit der Gondel hoch. Mama wollte nicht die, wo man durchgucken kann. Ja, aber kriegt sie. Nur die Grünen sind nämlich so. So, dann gucken wir mal. Sparen wir uns die Kalorien für morgen, die wir jetzt hier verbrennen. Im Übrigen, weil ich so alt aussehe, meine Mutter ist noch nicht 80, die ist tatsächlich erst 63. Bloß weg aussehe wie 50 und nein. Ja, also bloß zur Information, wie gesagt, meine Mutter ist 63 und ich, wer mich nicht kennt, 39. Sieht nur durch den Bart immer so alt aus. Ja, also wenn noch nicht in Thale war, man kann natürlich ganz normal auch zu Fuß hochgehen. Aber wie gesagt, heute den Freitag wollen wir entspannt angehen lassen, weil morgen geht es ja dann in den Harz direkt zu Fuß rein. Daher heute mal über die Perspektive. Hier mal der Blick über Thale. Thale, auch eine schöne, ja, alte Stadt, hat man wirklich schöne Gebäude, definitiv. Der hat einen Mythenweg. Den Mythenweg werden wir vielleicht noch morgen sehen, mal gucken. Ist ja an die altgermanische Mythologie angelehnt, das Ganze. Also man findet hier verschiedene Skulpturen, auch von Odin, von anderen Göttern wie Loki und so weiter. Ich kenne das ja, wie gesagt, schon. Und das kann man sich hier in Thale auch schön angucken. Ja, und hier die Bode, die hier lang fließt. Oh, Basti, guck doch mal hier runter. Ja, ist schon interessant, diese Perspektive. Aber was soll passieren? Das Video überwacht. So, jetzt sind wir gleich oben und dann gucken wir uns den Hexentanzplatz an. Ich hoffe natürlich, dass meine Mutter nicht wegfliegt, sonst bin ich jetzt alleine Rest des Wochenendes. Ich nehme einen Besen. Ich nehme einen Besen. Ja. Ich will jetzt nichts dazu sagen. Ich muss mich enthalten. Ich bin jetzt hier mit Muttern
an einer Ecke des Hexentanzplatzes. Hier geht es eigentlich noch hoch, da ist er weiter. Aber hier ist eine schöne, ruhige Nische, wo nicht so viele Touris sind, denn hier ist es echt voll auf dem Hexentanzplatz. Naja, Touri-Ecke halt, aber das gehört hier dazu. So, gegenüberliegend müsste die Rosttrappe sein, wenn ich mich nicht irre. Das sollte so sein. Ja, da drüben. Da sind auch kleine Menschen zu sehen, wahrscheinlich auf dem Video jetzt nicht. Ja, kurz eine Sache in eigener Sache, weil wir es gerade gesehen haben. Da war eine kleine Tafel zum Gedenken an einen Mitschüler und tatsächlich ist hier vor wenigen Wochen jemand runtergefallen, weil er da über so eine Absperrung rüber ist und dann 50 Meter in den Tod gefallen ist. Ja, 17 Jahre alt. Also, wenn so eine Absperrung sind, an diese Absperrung auf jeden Fall auch halten. Man rutscht schneller weg, als man denkt. Dort beginnen von Tal aus durch das Bodetal und eventuell dann bis oben zur Rosttrappe. Ja, gucken wir uns mal morgen an, ob wir das schaffen im Laufe des Tages. Aber erstmal geht es dann direkt unten durchs Bodetal. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt die athletischen Auf- und Abstiege meiner Mutter zeigen und ein paar schöne Ausblicke. Ja, was man jetzt einen schönen Ausblick sieht. Na, sie ist neben mir. Ich muss jetzt vorsichtig sagen, was ich hier... egal. Ja, eigentlich geht es jetzt hier hinter mir, da waren wir kurz gucken gewesen, Richtung Tierpark hier auf dem Hexentanzplatz noch weiter. Dafür haben wir aber keine Zeit, weil Mutter möchte unbedingt wieder runterfahren mit der Gondel. Dadurch, nee, wir haben heute nicht viel Zeit. Deswegen, heute soll entspannt werden. Wir wollen uns noch was zu essen suchen in Thale selbst. Und morgen geht es dann zeitig los. Und ja, ich nehme euch jetzt noch mit kurz bei der Abfahrt nochmal. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Achso, zur Walpurgishalle wollen wir noch. Genau. Ja, was ihr hier jetzt seht, ist ja, ihr seht es ja, ist eine Art Wall aus Stein, war tatsächlich auch mal ein Wall zur Befestigung der sogenannten Homburg, die hier etwas tiefer gelegen war und ja, tatsächlich eine alte Burganlage und hiervon ist der sogenannte Sachsenwall noch übrig, den ihr hier seht. Was man hier auch gefunden hat, also die Gegend war, wir haben es ja auch in anderen Videos immer wieder erfahren, auch von Germanen besiedelt gewesen und man hat hier wohl auch einen Opferstein gefunden, der in der Walpurgishalle steht. Die Walpurgishalle ist hier jetzt gleich, das sind wir als nächstes und dieser Opferstein ist da wohl ausgestellt. Uns würde jetzt leider die Zeit fehlen oder wahrscheinlich ist es noch nicht mal offen, um das Ganze sich anzugucken. Ich hatte es ja schon erwähnt, unten gibt ja auch den Mythenweg hier, der an den germanischen Göttern ausgelegt ist oder daran anknüpft und dementsprechend ist das hier auch mit der Walpurgishalle. Denn oben sieht man, seht ihr jetzt gleich, den Gott Odin oder auch Wotan. Ja, zum Ende jetzt nochmal hier oben auf dem Hexentanzplatz, also auf den ganzen Areal, der Blick über Thale und ja, nochmal hier der schöne Blick Richtung Bodetal. Im Endeffekt kann man hier tatsächlich einen ganzen Tag oben verbringen, also wer hier mehr her will. Es gibt ja hier, wie gesagt, noch den Tierpark auf dem Hexentanzplatz, man hat hier noch die Walpurgisgrotte, die man angucken kann. Man kann in die Walpurgishalle rein, die hat bis 16 Uhr offen. Also im Endeffekt kann man hier oben einen ganzen Tag verbringen. Wir waren jetzt, wie gesagt, arbeitsbedingt erst nachmittags da gewesen und haben uns jetzt zumindest das Grobe angeguckt. Aber im Endeffekt hätte man hier noch viel, viel mehr Zeit, um sich Sachen anzugucken. So, wir müssen jetzt los. In 15 Minuten fährt die letzte Bahn runter. So.
So, für uns geht es jetzt wieder bergab. Ja, man muss sagen, ist natürlich ein Touri-Ort hier oben und dementsprechend überlaufen ist das Ganze. Ich will gar nicht wissen, was morgen hier los ist, deswegen haben wir solche mal erledigt gehabt. Aber trotzdem, gesehen haben muss man es auf jeden Fall, wenn man hier in der Ecke ist, und daher kann man es nur empfehlen. Und ich muss auch sagen, die Preise sind moderat, die sind vollkommen in Ordnung. Ja, wir fahren jetzt noch bergab und ansonsten sehen wir uns dann morgen früh, wenn es losgeht, durch das Bodetal. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt in aller Frühe unterwegs. Der Mond ist noch da. Und ja, ohne Mama zu filmen, ich gehe bloß ein bisschen näher rüber. Mama, wie hat es dir gestern gefallen? Und so, was erwartest du von heute? Ja, also guten Morgen erstmal alle zusammen. Also gestern war ich wirklich das kleine Stück und die kurze Zeit, die wir hatten, war ich schon total begeistert. Also wir haben in der kurzen Zeit viel erlebt. Und jetzt bin ich total gespannt auf den heutigen Tag. Also ich bin neugierig, gespannt und freue mich natürlich sehr. Man muss natürlich dazu sagen, Mama ist natürlich mit ihrem Mann recht viel unterwegs mit dem Fahrrad und die sind halt auch schon tatsächlich, Hut ab, die ganze Elbe, also in zwei Etappen muss man natürlich sagen. Genau. Einmal von Cuxhaven Richtung Magdeburg und einmal von Magdeburg bis an die tschechische Grenze Schmilka, also wo wir auch schon gewandert sind. Das muss man auch erstmal machen mit über 60, also mein Stiefvater ist ja 70, muss man mittlerweile sagen, also Hut ab, also wenn ich in dem Alter in Anführungsstrichen auch so fit bin, dann bin ich echt zufrieden. Ja, und wandern kennst du ja eigentlich so gar nicht so weiter. Und daher bin ich gespannt, wie es heute durchzieht. Aber Leute, ich denke schon. Ich auch. Ich bin auch so gespannt. Das schaffen wir. Ich habe nur 30 Kilometer geplant. Entspannte Wanderung. So, wir schauen mal. Genau. Wir ziehen jetzt los hier an diesem schönen Steinhaufenland. Und da ist schon die Bode. Und wir ziehen jetzt los durchs Bodetal. Auf der anderen Seite, da oben, falls man es auf der Kamera sieht, ist übrigens der Hexentanzplatz, wo wir gestern waren. Ja, das zieht sich hier ein bisschen so rüber, das Ganze, da wo wir gestern unterwegs waren. Ja, und wir sind halt auf der anderen Seite der Bode heute. Aber überqueren die Bode auch demnächst und dann geht es auch wieder auf der Seite weiter. So, das Gasthaus Königsruh. Hier ist auch ein Stempel der Harzer Wandernadel. Meine Mama hatte mich jetzt auch einen Stempel für die Harzer Wandernadel. Gestern haben wir schon den ersten gefunden und hier, ja, kommt jetzt der zweite. Kind, bei mir war es aber ein Sonderstempel. Ein Sonderstempel sogar, ja. Für die Hexe den Hexenstempel. Nein. Das war gemein. So ist er. So. So. Okay. Kann ich jetzt... Du musst jetzt die Nummer suchen, 178. Ich habe keine Brille auf. Ach so, warte, ich suche dir ja keine Brille auf. Moment. So. Gucken wir mal hier. Hier ist der Stempel. Da siehst du, deine Mutter ist ein bisschen... Na, sie kommt aus dem Büro und kann keine Stempelfarbe reinmachen. So, also jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Tada! Oh, wie schön. So. Stempelkissen zu.